wieder auch in der Mode. Ja. Ey, ist es Gabriela? Ja. Ist die schwanger? Schwanger zu werden, als einen Job zu kriegen. Danke. Ich meine, wir haben das ganze Leben vor uns. Theoretisch. Klar. Wir können kein Topmodel mehr werden. Oder Ballerina. Wir können auch Papst werden. Guck mal hier. Versprich mir, dass ihr bitte nie so... Er ist doch einfach stehen geblieben. Ey, und dann liegt er die ganze Zeit auf der Couch. Und macht nix. Oh, geh wieder Klausi, bitte. Lotte. Ich weiß, dass du eine ganz großartige Journalistin werden wirst. Nett. Oder? Mhm. Nee. Ja, und jetzt? Hunger. Ist nämlich total sexsüchtig. Igel, ich hab auch Fixkosten. Und ich bin 27, mein Gott. Drückte sie. Dieses Gefühl verfolgte sie ständig. Vor ein paar Jahren noch hatte sie scheinbar alle Fäden in ihrer Hand gehalten. In ihrem Inneren stellte sie eine zunehmende Angst wie eine alte Flasche. Aber freitags vögelt Gustav viele alte Hebammen. Was ist das denn? Das ist ein Buch. Ich mag es ganz gerne, zu wissen, dass die Leute vor 100 Jahren genau dieselben Probleme hatten wie wir jetzt. Schon wieder! Hey, fun will say.